Ja, da sind wir im Fond deines W124. Ja, herzlich willkommen im Fond. Ja, sehr angenehm hier. Ja, das Platzangebot ist doch sehr üppig für die Zeit, ne? Und dafür, dass der 124er nicht unbedingt als das Raumwunder galt. Mhm. Der Fortschritt beim Nachfolger W210 war ja doch beträchtlich, ja. Obwohl sich die Ausmaße gar nicht so geändert haben, nicht wirklich, äußerlich. Ja. Aber hier drin merkt man schon, aber es ist auf keinen Fall jetzt beengt. Nee. Ne? Was sehr interessant ist, sind die Sitze. Also man sitzt hier doch sehr, sehr weich wie auf dem Sofa zu Hause. Ist so ein bisschen Sofa-Atmosphäre, ja, genau. Weil die Sitze halt relativ dick sind. Ja, und ich finde, man sitzt auch relativ hoch, auch vorne übrigens. Ja. Ne? Ja. Im Vergleich zu aktuelleren Fahrzeugen, da ist man ja doch so ein bisschen, na, wie soll man sagen? Ich will nicht sagen, man liegt, aber es ist irgendwie tiefer. So. Ja, genau. Ne? Man hat das auch mehr Richtung Heckscheibe alles. Ja. Hinten. Was sehr interessant ist, ist die Kopffreiheit. Also ich bin jetzt gerade mal 1,80 groß. Ja. So, und da passt gerade mal so eine Faust dazwischen. Also selbst bei einer A-Klasse Limousine habe ich nicht mehr Kopffreiheit, obwohl die viel flacher, sportlicher ist. Und dafür, dass das hier doch eher ein Kastenwagen ist, ist die Kopffreiheit jetzt nicht überragend, finde ich. Ja. Also meiner Meinung nach. Also ich finde, für 1,80 ist es okay, zum einen. Ja. Und zum anderen darf man eins nicht vergessen. Du hast hier ein Schiebedach drin. Also hier oben ist die Schiebedachkassette eingebaut. Genau. Die raubt dir auch nochmal 2 cm, auch wenn es hier oben wieder so ein bisschen erhöht ist. Aber das ist es minimal. Wirkt trotzdem alles. Es kommt ein bisschen nach unten. Nach unten, genau. Okay. Mhm. Ja, Pompadour-Taschen hast du hier. Genau. Ich weiß nicht, ob und inwieweit die serienmäßig waren. Hier hast du auf jeden Fall. Nein, die waren serienmäßig. Keine Ahnung. Vielleicht wissen das die Experten unter euch. Ja. Dann hier kann man seine Asche rein. Berühmter Ascher. Genau, der Ascher einfallen lassen. Mhm. Was ich ja mal kurz machen kann, ich kann mir ja mal die Tür zumachen. Also der Rausblick ist eigentlich okay. Was ein bisschen stört, ist hier der Dachholm. Also wenn ich jetzt so nach links gucke, das eine, die Hälfte, ich sehe nur die Hälfte, so wenn ich rausgucke. Also, ja, ich genau. Ich sehe jetzt nicht, also, was wirklich links von mir ist. Das ist ja auch ein stilistisches Merkmal, schon immer bei Mercedes-Benz, die sehr starke und breite C-Säule. Ja. Ja, mag sein für den Ausblick, aber ganz ehrlich, wann gucke ich schon nach hinten? Man guckt ja immer nach vorne, genau, weg, ja, beim, ja, Fahren, schräg nach vorne. Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist, dieser starke Dachholm gibt auch ein bisschen das Gefühl der Geborgenheit, dieser ja, Trutzburg, was ja ein Mercedes schon immer ausgemacht hat. Mhm. Ich finde es gut. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nee, ich wollte es auch nur mal anmerken. Mhm. Also ich finde es auch vollkommen in Ordnung trotzdem. Mhm. Und es gibt ja einen anderen deutschen Hersteller, der hat hier die C-Säule quasi zweigeteilt und da dann so ein kleines Dreiecksfenster drin. Ja. Ich hatte auch schon 2 Fahrzeuge dieser Marke. Also dieses Fenster da hinten, das ist jetzt natürlich nicht hinderlich, auf keinen Fall. Aber ich habe es auch nie vermisst beim Mercedes. Mhm. Ne? Also insofern. Und vor allem wird es dann im Sommer schnell warm. Weil dadurch, dass man wie in so einem Gewächshaus dann drin sitzt, kann natürlich mehr Sonne, also mehr Sonnenstrahlen reinkommen und dann wird es schneller warm und die Klimaanlage muss mehr arbeiten. Ja, wenn man eine hatte. Ja. Ich erinnere, ich hatte selber einen Audi 100 Typ 44, könnten wir mal einblenden, einen Avant. Mhm. Und wie die meisten Audi 100 ohne Klimaanlage damals. Wurde wenig geordert, offenbar. Aber das Auto ist im Sommer nicht brauchbar. Ohne Klimaanlage, muss man einfach sagen. Es wird unglaublich heiß im Innenraum. Ich hatte auch noch eine dunkle Innenausstattung, die an sich schön war, aber es heizt das Fahrzeug auf. Ja. Ich hatte zwar ein Schiebedach, aber das ist eher ein Ausguckloch. Ja. Ja, also ganz schmal, ganz klein. Es brachte überhaupt nichts. Mhm. Gut, heute haben die Fahrzeuge Klimaanlage, da ist es dann kein Thema mehr, ne? Ja. Ja, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. In den Türen auch wieder Holz. Genau. Ja, die besagte Mopf 1. Hinten auch wieder ein Kurbelfenster. Genau. Keine elektrischen. Ich betätige das jetzt nicht, weil hier ist die Kamera angebracht.
Nee, Kopfstütze. Genau. Jeweils zwei. Hecklautsprecher. Ja. Und die Fongbeleuchtung. Fongbeleuchtung. Nee, Einstiegsleuchtung hat er unten in den Türen nicht. Nee. Gab es aber gegen Aufpreis, ne? Ja. Nee. Das hat der aber. Hat er nicht mitbestellt. Er wird auch nicht nachgerüstet, wenn ich dich richtig verstehe, weil du willst den Wagen ja möglichst original haben. Der bleibt das original, heißt, ja. Der Wagen soll so dastehen, wie es in der Datenkarte steht. Genau. Das dann ist mein steht. Ziel. Immer noch steht, ja. Genau. Das ist mein Ziel. Genau. Verbesserter Raumkomfort durch vergrößerte Innenmaße im Fond. Nach ergonomischen Gesichtspunkten funktionell gestaltete Armaturentafel mit abschließbarem Handschuhkastenschloss. Auf Wunsch Luftsack im Lenkrad. Stufenlos elektrisch verstellbares Lenkrad als Sonderausstattung. Sitzhöhenverstellung mit zusätzlicher Neigungsverstellung. Lehnenneigungsverstellung über Handrad kombiniert mit Kopfstützeneinstellung. In der Höhe verstellbare Schultergurtverankerung, gleichzeitig Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer. Bedienungserleichterung bei den Fondgurten. Vom Fahrerplatz aus steuerbare, wegklappende Fondkopfstützen als Sonderwunsch. Ebenso ein elektrisch betätigtes Schiebehebedach mit integriertem Windabweiser. Ja, was auch noch gut anzumerken ist, der Himmel ist noch relativ straff, also der fällt jetzt nicht irgendwie runter oder so. Der ist absolut straff, der löst sich nirgends. Der löst sich auch hier, das hat man ja vor allem bei dem 126er, ja, dass die hier immer runterkommen. Die Verblendung, aber ne? Hier ist noch alles super straff. Ja, auch vorne. Ja. Und das für ein Fahrzeug, welches 28 Jahre alt ist. Das muss man immer bedenken, 28 Jahre, über ein Vierteljahrhundert. Ja. Manche Menschen sehen in dem Alter nicht mehr so fit aus, wenn zu viel gefeiert haben. Was ich grundsätzlich mal anmerken möchte, ist die verwendeten Materialien hier im Fahrzeug. Mhm. Und mit welcher Passgenauigkeit die verarbeitet worden sind. Vor allem die Passgenauigkeit. Also Verarbeitung, ja, ist halt viel mit Stoff. Alles verdeckt, aber man hat hier halt trotzdem teilweise überall Plastik. Also natürlich relativ viel. Ein Auto besteht immer überwiegend aus Kunststoffen im Innenraum, aber es gibt eben Kunststoffe und Kunststoffe. Es gibt Kunststoffe, die sind wertig. Also wenn ich hier die Türverkleidung mir anfühle, die sind weich gepolstert. Gepolstert. Und diese Maßung, also das wirkt schon wertig, ja. Absolut. Ne? Auch die Stoffe, das ist alles noch straff, ja, da ist nichts schlabberig. Selbst die Pompadour-Taschen haben noch eine Gummispannung oben, die hängen nicht runter. Das finde ich schon beachtlich, vor allem ist mir aufgefallen, wenn man jetzt so holprige Straßen fährt oder über Bahnübergänge fährt, hier drin poltert nichts, hier knistert nichts, hier knirscht nichts. Klappert auch nicht. Es klappert nichts, es ist alles total fest. Ja. Ist ja auch nicht selbstverständlich. 28 Jahre alte Kunststoffe, ja. die... Vor allem im Sommer, wenn die immer alle in der Sonne stehen, dann dehnen die sich aus, im Winter ziehen sie sich wieder zusammen und irgendwann passt das halt nicht mehr. Ja, da brechen irgendwelche Laschen weg und dann klappert es, knirscht es. Und bei diesem Auto ist ja wirklich alles, also blankes Blech hat man schon mal gar nicht. Nee, es ist alles verkleidet. Das finde ich aber auch schon viel... Viel Wert. Viel genau. Wert, ja. Ja. Trägt zur wohnlichen Atmosphäre bei. Und selbst hier im unteren Bereich sind die Türen mit einem Stoff bezogen. Genau. Ich habe mir sagen lassen, das soll wohl Vinyl irgendwie sein. Ja, wahrscheinlich. Nee, damit meinte er, glaube ich, hier die Verkleidung oben. Also unten, das ist so ein richtiger Stoff, ja, so das ist schön. Wie Niki-Pullover. Ja. In den 70er Jahren fühlt sich das fast an. Rundum. Das hat man selbst heute nicht. Also wenn ich mir die aktuellen Modelle anschaue, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine so ab das untere Drittel ist Hartplastik heutzutage. Zumindest bei der C-Klasse. Naja, es ist schon leicht gepolstert, aber es ist ziemlich hart. Also es ist auf jeden Fall nicht mit Stoff bezogen. Aber was ich trotzdem gut finde, ist, dass man ein Stück weit wieder hier hingekommen ist bei den aktuellen Modellen. Also qualitätsmäßig. Ja. Das, also in den 90ern waren ja auch viele Mercedes-Modelle wirklich nicht schön von innen. Also vor allem Anfang der 2000er. Die 2000er, ja, würde ich sagen. Ne? W203, schon
12er ist ja auch schon schwierig. Die Mopf-Modelle gehen immer. Mhm. Da haben die es dann wieder besser gemacht. Da haben die vielleicht wahrscheinlich auf den Kunden gehört. Und das ist einfach besser verarbeitet alles. Ja, und auch der 220, den wir ja auch im Fuhrpark haben, ist technisch ein ganz tolles Auto, hat auch einen super Fahrkomfort. Also da brauchst du gar nicht zu verstecken vor aktuellen Modellen. Aber im Innenraum, ja, der ist, genau, es ist wirklich schwierig. Er ist nicht schlecht, aber irgendwie denkt man, so richtig S-Klasse irgendwie ist das alles nicht, ne? Der Mopf ist ein bisschen besser geworden. Wenn überhaupt eine E-Klasse, aber selbst dafür ist es, wenn man sich dieses Fahrzeug anguckt, schwierig. Dieses Auto braucht man nicht mal anzufassen, man sieht es, dass es solide ist. Ja. Das strahlt die gebaut für die Ewigkeit, kann man fast sagen, wirkt förmlich aus. Okay. Ja, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen.